Hey ihr Lieben, begleitet mich auf eine atemberaubende Reise durch das malerische Oberstdorf und seine weltberühmten Skischanzen. Das wunderschöne Oberstdorf ist Deutschlands südlichste Gemeinde und liegt in den Allgäuer Alpen. Mit einer Ausdehnung von 230 Quadratkilometern ist Oberstdorf nach München und Lenggries die flächenmäßig drittgrößte Gemeinde im Freistaat Bayern. Oberstdorf hat nach Stand 2023 9.753 Einwohner. Das entspricht 42 Einwohner pro Kilometer. Es ist ein malerisch schönes Städtchen und seine urigen kleinen Läden und Lokalitäten laden ein zum Stöbern, Staunen und Verweilen. Der idyllische Kurpark mit seinem Oberstdorfhaus ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Die katholische Pfarrkirche St. Johannes Baptist ist auf jeden Fall eines der Wahrzeichen Oberstdorfs. Im Kurpark finden immer wieder die schönsten Feiern und Veranstaltungen statt. An meinem ersten Urlaubstag in Oberstdorf war das Dorffest gerade im vollen Gange. Ja, die Oberstdorfer wissen zu feiern. Das Essen war wirklich in allen Lokalitäten, die ich kennenlernen durfte, außergewöhnlich gut. Wer es am liebsten urbayerisch mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken mag, den empfehle ich das Wilde Männle. Nun genießt erstmal eine Rundtour durch diesen zauberhaften Ort. Wenn euch dieses Video gefällt und ihr meine Arbeit unterstützen wollt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Das ist selbstverständlich gratis.
ist das nicht herrlich hier? Aber jetzt geht's erst einmal hoch hinaus. Ich fahre mit euch auf dem wohl bekanntesten Berg Oberstdorfs, dem Nebelhorn. In der Nebelhornbahn gleiten wir hinweg über wunderschöne Wälder und Wiesen. Das Nebelhorn ist 2224 Meter hoch und es gehört zur Daumengruppe in den Allgäuer Alpen. Die Nebelhornbahn ist in drei Sektionen ausgeführt und hat eine Länge von sage und schreibe 5,7 Kilometern. Ist man mit der ersten Bahn ganz oben angelangt, muss man noch eine weitere Teilstrecke in Angriff nehmen, um endlich auf den Gipfel des eigentlichen Nebelhorns anzukommen. Die Nebelhornbahn überwindet übrigens eine Höhendifferenz von ca. 1400 Metern. Die reine Fahrzeit mit der Nebelhornbahn bis zum Gipfel dauert ohne Umsteigen ca. 15 Minuten. Aber die Fahrt lohnt sich auf jeden Fall. Oben angekommen, genießt man einen atemberaubenden Ausblick. Von dieser Aussichtsplattform aus kann man die wunderschöne, atemberaubende Berglandschaft in vollen Zügen genießen. Mein nächster Stopp ist das Gipfelkreuz. Ja, geschafft! Einfach unbeschreiblich schön, dieser Blick über die Alpen. Bei so einer Aussicht und so viel frischer Bergluft kriegt man auch langsam Hunger. Also auf geht's ins Gipfelrestaurant Nebelhorn. Hier habe ich mich für eine leckere Schupfnudel-Gemüsepfanne entschieden. Die schmeckt wirklich gut. Und während des Essens hat man noch eine prima Aussicht auf die Paragleiter. Das sieht man nicht alle Tage. Die erste Etappe des Weges nach unten gehen wir dann zu Fuß. Diese Strecke hat ziemlich viele kleine Steine, die unter den Füßen wegrutschen können. Deswegen empfehle ich hier auf jeden Fall Wanderschuhe. Für die nächste Etappe benutze ich dann doch lieber wieder die gute alte Seilbahn. Hier genieße ich noch einmal die Aussicht auf die urgewaltigen Berghänge.
der Fahrt erwartet uns noch ein ganz besonderes Schmankerl. Die Orlen Arena mit ihren 5 Skisprungschanzen. Die Orlen Arena liegt direkt unter den Schattenberg und besitzt neben ihren beiden Großschanzen auch noch 3 Kleinschanzen. Hier findet übrigens alljährlich Ende Dezember das Eröffnungsspringen der Vierschanzentournee statt. Nun begebe ich mich auf die Spuren der Skisportler und fahre mit euch die Schanzen hinauf. Der 2004 erbaute Schrägaufzug hat eine Höchststeigung von 35 Grad und eine Förderhöhe von 84 Metern. Die 200 Meter Fahrbahnlänge legt er in circa 2 Minuten zurück. Am Ende wartet noch ein weiterer Fahrstuhl, der uns endgültig bis ganz nach oben bringt. Der Ausblick hier unbeschreiblich, aber seht selbst. Ich stehe hier wohl am höchsten Punkt von Oberstdorf, wenn man die Berge absieht, nämlich an der Skisprungschanze. Und ich muss sagen, das ist ein überwältigender Ausblick. Das muss jeder mal live gesehen haben. Im Film wirkt das vielleicht schon schön, aber wenn man hier gestanden hat, absolut beeindruckend. Leider war es an diesem Tag etwas diesig, aber ich glaube, man kann die Aussicht trotzdem sehr gut genießen. Für Höhenangstgeplagte ist das wohl nicht ganz der richtige Ort. Auf dem Rückweg schauen wir uns noch den ICO Skywalk an. Den weltweit einzigartigen Hochseilparcours zwischen den Oberstdorfer Skisprungschanzen. Wer den Nervenkitzel sucht, ist hier genau richtig aufgehoben. Und runter geht's zurück ins Tal. Da zieht wohl ein ziemliches Unwetter auf. Ein Unwetter in den Bergen kann recht lang und heftig sein. Darum gehe ich mit euch, um die Zeit zu überbrücken, in das angrenzende Skimuseum. Hier finden wir interessante Einblicke in die Historie des Wintersports. Neben vielen Fotos, Abzeichen und Sportgeräten finden wir auch interessante Modelle der Oberstdorfer Wintersportanlagen. Hier finden wir neben vielen Informationen über Heini Klopfer auch ein Modell der nach ihm benannten Heini Klopfer Skisprungschanze. Und die finden wir ganz in der Nähe, im Stillachtal in der Nähe vom Freibergsee. Um dorthin zu gelangen, müssen wir erst einmal durch einen idyllischen Wald wandern. Aber dann stehen wir plötzlich genau unter ihr und der Anblick ist sehr imposant.
Und wenn wir schon mal da sind, dann fahren wir auch mal rauf. Wow, auch dieser Aufstieg hat sich mehr als gelohnt. Seht euch diesen Ausblick an. Natur von ihrer schönsten Seite. Diesen wunderschönen Anblick des Freibergsees werde ich wohl nie wieder vergessen. Und so sieht die Heini-Klopfer Skisprungschanze von unten aus. Noch einmal an diesem Tage genieße ich die wunderschöne Natur des Allgäus. Gerne hätte ich mich im Freibergsee nochmal abgekühlt, aber der ist leider nur gegen Eintritt zugänglich. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, verlinke ich ihn für euch an dieser Stelle noch einmal. Und vergesst auch nicht die Glocke, damit ihr auch in Zukunft keine spannenden und interessanten Videos von mir verpasst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich verbleibe mit: Alles ist gut und es wird noch viel besser. Euer Uwe.